Also schnell. Ich komm doch schon. Schnell! Na? Na, schon wieder hier. Wie findest du es eigentlich? Ich komme hier an. Ja. Wir tun so, als ob wir uns 2 Minuten über irgendwas Privates unterhalten, so wie geht's dir und so, und sofort machen wir ein Video, weil wir eigentlich gar keine Lust haben auf Privates. Ist schon soweit. Ja. Witzig. Wir übrigens nehmen auch gleich was wieder Längeres auf, aber nur für unsere Patronen bei Patreon. Und wenn ihr das rausfinden wollt, dann meldet euch doch einfach mal auf Patreon an. So wie andere ganz viele schlaue Menschen, die kriegen dann nämlich Sondercontent, den wir jetzt gleich aufnehmen. Und deswegen bist du eigentlich heute hier. Ihr könnt auch auf Patreon gehen, ohne euch anzumelden. Dann könnt ihr mal gucken, was da so ist. Ihr könnt auch so abstimmen. Wer ist der Hübschere von uns beiden? Ja. Soll Olli noch dabei sein? Soll nur noch Olli das hier machen? Aber egal, wir wollen es nicht in Länge ziehen. Warum wir das jetzt wieder aufnehmen? Wir machen heute mal wieder ein Unboxing-Video, weil uns eine nette Hörerin mir Schuhe geschickt hat. Oh, wie heißt denn die Frau? Memphis? Memphis, genau. Frau Memphis. Und lustig finde ich auch hier, dass... Ich habe mich schon gefreut, hier steht Spiele, Nintendo und Gameboy. Ja. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist ja super. Also, was hast du gedacht? Da sind Schuhe drin, Spiele, Gameboy, alles. Alles wegen unserem tollen Podcast. Ja. So, was denkst du denn ist drin? Ich sag mal, ich schätze mal 3 Fragezeichen-Bücher. Nein, da ist doch Spiele, Nintendo und Gameboy schon drin, oder? Schauen wir mal. Oh, es ist Papier. Ja. Oh. Oh, nein, hier ist... Wir haben 3 Fragezeichen-Bücher geschickt bekommen. Mensch, du bist ja ein... Letzte Mal habe ich es auch schon erraten mit den Süßigkeiten. Liest du vor? Viel Spaß mit den Büchern. Ich freue mich auf neue Folgen von euch. Liebe Grüße, Petra. Und dann ist hier noch so ein lustiger Smiley. So. Ich weiß nicht, ob das scharf gestellt ja, ist. Ja, schon bestimmt. So, aber guck mal, ja? Wir sind gar nicht die Eigentümer. Dieses Buch gehört Jacqueline Eckhoff. Liebe Jacqueline, ich hoffe, dass du noch lebst und dass dir dieses Buch gefallen hat. So, das ist der Zauberspiegel ohne Cover. Schenke ich dir. Ach so, alles hast du. Jetzt weiß ich, wie du das verteilst. Die 3 Fahrzeuge seltsame Wecker mit Schutzumschlagcover. Schenkst du mir nicht. Schenke ich dir. Habe ich schon. Ah, hast du schon. Bin ja kein Fan. Das ist nicht schlecht. So, und die Geisterinsel. Oh. Ohne Cover. Das schenkst du mir wahrscheinlich auch, weil es ohne Cover ist. Nee, schenke ich dir nicht, habe ich hier noch. Also. Oh, die Teilfahrzeuge, Tal des Schreckens. Fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Ich bin ja der 3-Fahrzeug-Fan. Schenke ich dir nicht. Aber wir teilen es. Du hast schon 2 Bücher, jeder hat 2. Na gut. So, was haben wir hier? Und der rasende Löwe. Haben 3 Fahrzeuge. Siehst du, das hat jemand draufgeschrieben. Ihr seht es leider nicht, weil es ganz. So, besitze ich eigentlich in so einem schönen. Oh, hier sind so richtige Kunstwerke drin. Jacqueline Eckhoff, Klasse 7F. Meinst du, wir sollten den Namen immer nennen? Die ist bestimmt verheiratet und heißt jetzt Hecke oder so. Ja. Aber guck mal, die war aber eine richtige Künstlerin. Ja. Finde ich ein bisschen niedlich. Rasende Löwe besitze ich eigentlich in einer wunderschönen Edition mit so einem Dreiband. Aber hier haben die 3 Detektive unterschrieben. Ja. Deswegen würde ich jetzt eigentlich dir geben, aber da ich dir diesen Dreierband ausgeliehen habe und es heute nicht zurückbekommen habe, behalte ich das erstmal. Ja? So. Dann haben wir hier noch der Teufelsberg, auch ohne Cover. Oh, aber wer ist Jacqueline Eckhoff, Petra? Kannst du uns das noch erklären? Ja, guck mal, das ist interessant. Das Cover ist grün, was du in der Hand hast. Naja, das ist die Buch. Wie die Buch. Schenke ich dir, besitze ich nämlich. Was ist denn die Buch? Das oh, und der Phantomsee mit Schutzumschlag. Aber das regt mich extrem auf. Das ist witzig, beide Bücher sind in diesem Dreierband, die ich dir ausgeliehen habe. Ja, deswegen kennst du mich. Deswegen kenne ich das, genau. Aber es regt mich extrem auf. Ich frage dich, ja. Warum ist das grün? Und deine Antwort ist... Weiß ich nicht. Die Buch. Was ist das für eine Antwort? Da bin noch Bargeld drin. Aber mach das mal nicht kaputt. Sowas brauche ich zum Versetzen. Weil du so arm bist, dass du Müll ja, sollte man das, warum sollte man das wegschmeißen? Brauchst du das vielleicht auch noch für Notizen? Nee, das nicht. Aber man kann das dann noch zum... Ja. Nee, vielen lieben Dank, nee, wirklich, dass danke. Wir wieder mal beschenkt wurden von einer unserer Hörerinnen. Ja, von der Petra. Genau, das ist total lieb, dass du uns deine Bücher vermachst, obwohl du sie bestimmt Jacqueline geklaut hast, habe ich das Gefühl. Ja. Und...
freue ich mich sehr, weil diese Bücher bei Ihnen fehlen. Ja. Und vielleicht kann ja ein... Vielleicht kann ja ein 3-Fragezeichen-Fan mir das erklären, warum dieses Cover hier, die Fragezeichen weiß sind und hier kann, grün. Kann ich dir sagen. Und nicht nur die Antwort, die Buch ist. Weil dieses Buch hat den grünen Kobold gehört. Und die Finger sind abgewehrt. So, reicht. Gar nicht so schlecht. Ja, gar nicht so schlecht. Nee, vielen lieben Dank. Ja. Mehr kann ich auch gar nicht sagen. Ich freue mich wirklich. Und ich freue mich wirklich auch. Ja. Besonders auch, weil du mir auch so eine alte Ausgabe überlässt. Alle sind alt. Hier. Warte ja, mal. Aber sogar mit Cover. Hier steht doch bestimmt. Guck mal, hier steht nicht Jacqueline drin. Hier, Copyright 1974 in Deutschland erschienen. Ja, guck mal, Hitchcock hat unterschrieben. Ja. Oh, das ist eine Sonderausgabe. Ja. So. Gut. Hoffentlich hat er aufgenommen.